Herzlich willkommen, Ottmar Steinbecker. Ja, ich freue mich ganz besonders über eure Einladung, die Einladung aus Stuttgart. Eure Bewegung hier in Stuttgart ist die Bewegung der neuen Friedensbewegung, auf die die Friedensbewegung in Deutschland schaut. Ihr seid diejenigen, die am klarsten die Abgrenzung gegen rechts vollzieht. Das ist sehr, sehr wichtig. Die an der Seite auch gemeinsam mit der traditionellen Friedensbewegung, wahrscheinlich auch mit neuen Fragen, was auch völlig gut ist, und neuen Aktionsformen, was ebenso gut ist, gemeinsam arbeitet. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, bei euch sein zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Kleine Korrektur, war angekündigt, dass einer der Gründer des Aachener Friedenspreises. Das ist nicht richtig, der Aachener Friedenspreis ist ziemlich alt. Und als er gegründet wurde, war ich noch in Duisburg, also konnte ich auch beim besten Willen nicht dazu gehören. Aber ich war 6 Jahre Vorsitzender des Aachener Friedenspreises und habe im Anschluss dieses Aachener Friedensmagazin expert.de aufgemacht, weil ich mir sage, es ist sehr wichtig, dass Friedensbewegung Informationen sammelt, kritische Informationen, auch mit eigenen Autoren, das auch im Internet zu präsentieren. Da gibt es mehrere Magazine. Ich versuche eins mit eigenen Autoren, auch mit eigenen Beiträgen, da ein bisschen Klarheit mit zu schaffen und Angebote. Was mir heute ganz besondere Probleme macht, ist, dass es jetzt 2 Friedensbewegungen gibt, die in meinen Augen auch etwas gegeneinander arbeiten. Ich gehöre auch zur Friedensbewegung seit 1969 und mir wäre das nie am entferntesten in die überhaupt vorstellbar gewesen, dass Friedensbewegung sich auf mal rechts äußern könnte. So, was wir haben, ist eine neue Formation von Bewegung, die sich an verschiedenen Orten den Namen Friedensbewegung gibt. So, ob das dann eine ist, muss man ja mal gucken. Und die an verschiedenen Orten deutlich rechtslastig ist. So, in Berlin ist das sehr offensichtlich. Es gibt, München gab es auch einige schlimme Berichte. Ich habe es in Aachen erlebt, wo ich anfangs auch sehr schlimme Sachen gesehen habe auf deren Internetseiten. Wir haben es da mit sehr vielen jungen Leuten zu tun. Ich habe mit den Aachenern diskutiert, insofern muss ich mich darauf beziehen. Vielleicht sind die vor Ort auch ein bisschen anders als die hier in Stuttgart, das weiß ich nicht. In Aachen habe ich eine Menge junger Leute erlebt, die 1000 Fragen haben. Mich erinnert das so ein bisschen an 68, da war ich damals 15, wurde 16. Wir hatten mindestens 1000 Fragen, die wir auch nicht alle auf einmal beantwortet kriegten. Das erlebe ich bei diesen jungen Leuten. Manches, was wahrgenommen wird, vieles aus dem Bauchgefühl raus. Sie sagen, wir werden in der Politik nicht mehr vertreten und fühlen sich nicht vertreten, glauben den Medien nicht. So, und dann ist aber die Frage, wie geht man damit um? Da sehe ich einen Unterschied. Wir waren damals eigentlich dann interessiert, irgendwie politische Lösungen für unsere Fragen zu finden. Während ich heute sehe, dass sich viele dieser Jugendlichen einlullen lassen von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und die werden natürlich von diesen rechten Leuten sehr gezielt gestreut. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie gehen wir auch als traditionelle Friedensbewegung, und an dem Punkt sind wir da völlig einer Meinung, wie gehen wir aber mit diesen jungen Leuten um? Und da wird es kompliziert. Sagen wir so, alles was da neu ist, stecken wir in den Sack rechts und hauen kräftig drauf, wäre eine Möglichkeit. Sagen wir, ja, wenn die sich Friedensbewegung nennen, dann akzeptieren wir die, und wenn die dann, die einen sagen, ein bisschen rechts oder nicht, dann sagen wir, wir vereinigen jetzt das alles, wäre eine andere Möglichkeit. Beide würden mir überhaupt nicht gefallen, sage ich auch dazu. So, jetzt geht es aber darum, wenn wir die Jugendlichen auch in den Orten, wo sich rechte Rattenfänger
Tummel oder auch die Führung bei solchen Sachen haben, wenn wir die Jugendlichen nicht denen überlassen wollen, wie agieren wir dagegen? So, und an dem Punkt stehe ich in Aachen. Also in Aachen habe ich sie immerhin dazu bewegen können, sich auch klar gegen Nazis zu äußern. Es gibt in Aachen, in der gesamten Stadt, und die Stadt hängt auch die Plakate auf, wenn Nazis marschieren, da gibt es ein wunderbares Plakat der Stadt, auch in den Stadtfarben, und dann steht dann drauf, wir sind Aachen, Nazis sind es nicht. Und dem haben sie sich angeschlossen und auch dieses Plakat jetzt auf ihren Seiten mit übernommen. So, aber damit sind noch nicht alle Fragen aus den Köpfen raus und auch noch nicht alle Anfälligkeiten für Verschwörungstheorien. In vielen Orten laufen jetzt unterschiedliche Prozesse, Versuche. Es fängt Nachdenken an. In mehreren Orten fängt Nachdenken an. Leute sind auch durch die harte Konfrontation, auch die wir gemacht haben als Kooperation für den Frieden, und haben deutlich gesagt, das ist absolute rechter Unfug, der da getrieben wird, und das löst doch bei einigen Nachdenken aus. Dass sie sagten, ja, also Nazis wollen wir ja nun nicht sein. Ne? Und, so. Und dann fängt es an zu rattern. Und wie weit haben die vielleicht doch recht und nicht? Da laufen sehr viele Gärungsprozesse im Moment. Das ist hochinteressant. Es sind einige Städte dabei, sich von rechts zu distanzieren. Und in diesem Zusammenhang ist das, was Sie jetzt auch zitiert haben, richtet sich meine große Hoffnung auf Stuttgart. Weil Stuttgart die Stadt ist, wo die neue Friedensbewegung sich am eindeutigsten und klarsten von rechts distanziert hat. Und in dem Maße, wie Stuttgart, die neue Friedensbewegung Stuttgart, erfolgreich ist, ist sie ein leuchtendes Beispiel für alle anderen Städte, sich von rechts zu distanzieren, sich von diesen Rattenfängern zu distanzieren und dem Beispiel Stuttgart zu folgen. Da ist meine große Hoffnung, und das ist das, was ich ausdrücken wollte, dass ich gerne hier bin. Den Bogen zur Ukraine kurz gezogen. Ich halte es für sehr wichtig, nochmal eins zu Afghanistan zurück, was mir am Herzen lag, dass Sie sagen, Sie wussten, dass das seit Jahren Chaos ist. Natürlich, an dem Punkt konnte ich Ihnen sicherlich nichts Neues bieten. Was, ich hoffe, was neu war, dass wir kurz vor einer ernsthaften Friedenslösung gestanden haben, dass eine solche Verhandlungsfriedenslösung ernsthaft möglich ist, dass sie auch noch heute möglich ist, wenn man sie denn politisch will. Ich glaube, das wird sonst nicht in der Schärfe gesagt und am konkreten Beispiel erläutert. Wenn wir den Bogen zur Ukraine schlagen, dann dürfte eines deutlich gewesen sein, zum einen, wo ich jetzt auch die Militärs zitiert habe, Militär kann keinen Frieden schaffen, ganz wichtige Erkenntnis, und zum anderen, wir müssen auch bei Konflikten wie in der Ukraine sehr genau hinsehen, wie sind die Konflikte entstanden, welche Konfliktparteien sind da, was spukt denen im Kopf rum. Wir müssen weg von dem Schwarz-Weiß-Denken. Ja, hier die Guten, da die Bösen. Da, im dritten Schuljahr konnte ich das, da liefen die Schwarz-Weiß-Weste und ich konnte den anderen Kindern immer sagen, wer die Guten, wer die Bösen war, weil ich hatte mitgekriegt, die Guten haben den weißen Hut auf und die Schwarzen den Bösen, also die Bösen den schwarzen Hut, und dann konnte ich sagen, da sind die Guten, da sind, ne? So, klare Analyse, aber die Realität außerhalb der Schwarz-Weiß-Weste sieht anders aus, und das heißt, wenn wir jetzt bei Afghanistan das durchdekliniert haben, diese Komplexität, auch die Tradition, die historischen Wurzeln, dann ist das der Punkt, wo wir auch im Hinblick auf die Ukraine hingucken müssen. Ja, wenn man das machen würde, würde man, wenn man das sinnvoll macht, in ähnlicher Zeit machen müssen, um das auseinander
zu puzzeln. Ich werde einen solchen Vortrag im August in Jülich bei der evangelischen Erwachsenenbildung halten, wo ich genau das so auseinanderpuzzeln werde, aber dann eben auch mit der entsprechenden Zeit. Mein Ansatz war, das am Beispiel Afghanistan und an diesen konkreten Geschichten und eben vielen Fakten, die Sie so natürlich nicht mitkriegen konnten, das deutlich zu machen. Und das heißt also, bei der Ukraine, wer an einer Lösung interessiert ist, muss sich genau ansehen, um was geht es da, um was geht es in der Ukraine, was ist mit den Nachbarstaaten, was ist mit den geostrategischen Interessen, diese drei Problemkreise, die ich bei Afghanistan aufgestellt habe, da zu gucken, wie sieht das in der Ukraine aus, und auch die Frage der Verhandlungen. Und ich habe vor kurzem noch eine Kolumne in Aachener Nachrichten geschrieben, wo ich geschrieben habe, es müssen alle an den Verhandlungstisch. Denn wenn ich jemanden nicht an den Verhandlungstisch nehme, kann ich ihn auch nicht in eine Lösung einbinden. So, dann macht er dann irgendwie, oder diese jeweilige Gruppe, macht dann ihren eigenen Unfug. So, dazu muss ich die entsprechenden Konfliktparteien nicht mögen. Ist nicht zwingend erforderlich. Aber ich muss sie mit einbeziehen. Jedenfalls, wenn die militärische Lösung ausscheiden soll. Und die militärische Lösung funktioniert nicht, wie die Militärs selber wissen. Also, und schon gar nicht in einem Fall Ukraine, wo dann also nochmal ein Konflikt, das muss man ja auch mal nochmal deutlich sagen, Konflikt NATO-Russland ist, ein solcher Krieg ist nicht führbar, beziehungsweise er wäre, wenn er geführt werden sollte, nicht überlebbar. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeine der Regierungen, weder in Russland noch in den USA noch bei uns, wirklich den Krieg riskiert. Vielen Dank erstmal für Ihre Meinung, weil das ist auch ganz wichtig. Also wir sind jetzt vielleicht auch ein Fehler von uns, wir sind teilweise mit stillschweigenden Voraussetzungen heute hier in diesen Vortrag reingegangen. Und zwar, es ist tatsächlich so, das wissen vielleicht auch nicht alle hier, wie Ottmar Steinbecker gerade vorhin gesagt hat, es ist einfach so, dass seit 6, 7, 8 Wochen ungefähr bundesweit eine neue Friedensbewegung sozusagen mit Montagsfahren, Wachen als Friedensbewegung 2014, nennen die sich, im Gange ist. Ja. Das Ganze ist in Berlin initiiert worden und auch wir hier in Stuttgart, wir sind erst vor 5, 6 Wochen zusammengekommen. Wir kannten uns teilweise nicht, wir sind insgesamt 7 Leute und wurden im Internet angesprochen, ob wir denn nicht Lust hätten, eine Friedensdemonstration zu machen. Das war gerade da, wo die Ukraine so eskaliert ist. Und wir sind komplett blauäugig reingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich so. Also Andreas Raab hat mich angesprochen übers Internet. Also ich habe das... Ich habe mich persönlich, oder wir haben uns alle persönlich, vorher politisch noch nie engagiert. Und wir sind auch, wir haben uns einfach gesagt, wir machen eine Demonstration. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Wir haben gesagt, wir nennen uns jetzt Friedensbewegung. Wir haben uns auch mit dieser geschichtlichen Entwicklung auch einfach nicht auseinandergesetzt. Erst nach der ersten Woche, wo uns klar geworden ist, weil wir hatten den ersten Kontakt zu der Friedensbewegung in Aachen, wo Ottmar Steinbecker jetzt aktiv ist, ist uns aufgefallen, dass eben über Berlin gesteuert einige Rechtstendenzen in der Bewegung drin sind. Und da haben wir sofort gesagt, das war noch vor unserer ersten Veranstaltung, die wir geplant hatten, dass wir mit denen nicht weiter zusammenarbeiten, und zwar mit der kompletten Bewegung, diese neue Bewegung 2014, solange es keine Distanzierung von rechts gibt. Wir haben uns distanziert und dann haben wir geguckt, was ist denn hier in Stuttgart los? Wer hat Erfahrung im Rahmen der Friedensarbeit? Dann sind wir zu den Anstiftern gegangen, wir sind zu Ohne Rüstung Leben gegangen, wir haben DFGVK angesprochen, wir haben einfach versucht, Hilfestellung zu bekommen, wie funktioniert denn das ganze Friedensthema? Und wir sind gerade in einem unglaublichen Lernprozess und es ist vielleicht auch vermessen, dass wir uns jetzt von Anfang an Friedensbewegung Stuttgart genannt haben. Das verstehe ich vollkommen. Aber wir haben uns einfach damit identifiziert und wir möchten einfach ein Teil von der Friedensbewegung sein. Weil es ist, also ich denke, man muss da irgendwann noch den Bogen kriegen. Also neue, alte Friedensbewegung, mittelalte Friedensbewegung ist doch eigentlich vollkommen egal. Also wir wollen lernen und wir wollen Teil von der neuen Friedensbewegung werden. Und vielleicht auch mit dieser grünen Taube. Wir haben einfach gesagt, wir wollen auch ein Zeichen setzen, weil in der... Die blaue Friedenstaube wird gerade von Berlin instrumentalisiert, wird von den ganzen anderen Städten im Prinzip auch instrumentalisiert, muss man ganz klar sagen. Und wir wollen einfach mit dieser grünen Friedenstaube auch ein Zeichen setzen. Wir sind gegen Nazis, wir sind gegen dieses Rassismus-Thema ganz klar. Und wir wollten einfach auch für uns irgendwie die Identifikationsmöglichkeit haben. Also das war einfach nur der Hintergrund. Und wir sind, wie gesagt, komplett politunerfahren und wir sind für jede Meinung dankbar. Vielen, vielen Dank.